Guten Morgen und herzlich willkommen im Wikinger-Hot-Studio. Hier ist eure Silvi. An diesem wunderschönen Sonntagmorgen begrüße ich euch heute hier in meinem Wikinger-Hot-Studio. Ich habe ja vorangekündigt, es wird heute besonders kuschelig und ich werde einen meiner Partner vorstellen. Natürlich nicht real, sondern seine Produktauswahl und einige Informationen dazu. Ich bin ein bisschen spät dran, weil ich noch die Schafe füttern war und das war heute nicht ganz so einfach. Naja, auf jeden Fall habe ich es mir gemütlich gemacht mit Lichterkette, ne? Und meine Wollprodukte. Und anfangen möchte ich mit den Fellen der lieben Nicole aus Wesel-Hüngse. Die betreibt dort ihr Hexehüsli und hält Schafe, Pferde und Geflügel zur Selbstversorgung. Und die Felle entstehen natürlicherweise beim Schlachten und sie lässt sie gerben in der Gerberei in, das habe ich mir mal aufgeschrieben hier, die Fellgerberei Rembert in Herne. Die gerbt auf natürliche pflanzliche Weise. Und wer Informationen zum pflanzlichen Gerben von Schafwolle haben möchte oder auch verschiedene andere Informationen zu Schafwollgerbverfahren, kann das gerne tun auf lammfelle-schaffelle.de. Da habe ich Informationen zu der pflanzlichen Gerbung und der Medizinalgerbung gefunden, was für manche sicherlich ganz interessant sein wird. Denn leider bekommen wir heutzutage Schaffelle zu wirklich billigen Konditionen und die sind in fernen Ländern gebeizt und gegerbt worden, wo diese Richtlinien, die Deutschen sich auf die Fahne geschrieben haben, eben nicht praktiziert werden. Und die sind dann ganz fein damit raus, wenn sie einfach dabei schreiben, nur zu Dekozwecken. Ich meine, was soll ich mit einem Schaffell, was an der Wand hängt oder nur über der Lehne von einem Sofa, wenn ich damit nicht kuscheln kann. Die Felle von Nicole sind von ihren eigenen Schafen und da fangen wir mal hier an. Sie betreibt eine bunt gemischte Herde zur Wollgewinnung und dementsprechend sind die Felle auch geworden, die Haare sind lang, also nicht kurz geschoren, in verschiedenen Farben und verschiedenen Größen. Und wer sich dafür interessiert, kann sich auf der Seite Hexe Hüsli Hüngse mit ihr Kontakt aufnehmen und informieren und auch die Preise abfragen. Einmal in Braun habe ich hier eins von ihr. Oder auch so ein herrliches, schönes, großes, guck mal. Das hat richtig lange Haare und ist super kuschelig und weich. Und dadurch, dass die pflanzlich gegerbt sind, braucht ihr überhaupt keine Bedenken haben. Man kann auch mit der Haut da drin kuscheln. Die dürfen mit ins Bett, die dürfen mit aufs Sofa, auf Hautkontakt haben. Alles gar keine Frage. Und hier sehen wir auch an der Farbgebung der Felle, dass weiß nicht weiß ist. Denn strahlend weiße Schafe gibt es im Grunde gar nicht. Wenn ihr in einem Geschäft vor strahlend weißen Schaffellen steht, dann sind die gebleicht. Und da möchte ich gar nicht wissen, welcher Prozedur die ausgesetzt wurden und welche Chemikalien da verwendet wurden. Ihr seht auch dieses hier. Ist wunderbar groß und cremefarben. Die Gerberei Rembert in Herne hat ein Siegel. Kann man das sehen? Nochmal näher. So sieht das aus. Die Felle bekommen alle dieses Siegel. Na, da kann man das schon mal dran erkennen. Ja, was macht die Nicole sonst noch? Die hat einen Erlebnis- und eine Kreativwerkstatt. Einen Erlebnishof mit Kreativwerkstatt.
Sie ist Kräuterpädagogin und Reit- und Voltigierwart. Im Sommer würde sie eigentlich Kräuterwanderungen anbieten und bis in den Herbst hinein hat sie immer mal wieder, auch je nach Corona-Bedingungen, Reitstunden anbieten können. Das ist jetzt leider hinfällig. Man kann Schafpate werden von ihren Schafen. Dann erhält man entweder von ihr hergestellte Garne, fertige Produkte oder einfach gar nichts, je nachdem, wie man Schafpate sein möchte. Sie ist, wie schon gesagt, ein Selbstversorgerhof. Sie gewinnt bei der, wenn die langsam Schafe trächtig sind und die Milch schießt ein, dann werden nicht nur die Limmer damit gefüttert, sondern sie gewinnt die Milch auch zum Käse machen. Und sie, wie schon gesagt, lässt dann diverse Schafe auch beim Metzger ihres Vertrauens schlachten und lässt sich Wurst und Fleisch daraus herstellen. Und natürlich diese wunderbaren Felle. Außerdem hat die Nicole auch noch eine kleine Werkstatt rund um die Fertigung von Glasperlen. Da habe ich tatsächlich auch was hier. Moment. Ein ganz besonderes Andenken, eine Perlenkette mit Pferdezähnen, ne? Was ganz Besonderes, aber wie ihr seht, das sind ganz herrlich gemusterte Glasperlen, die zieht die liebe Nicole selber. So, das dazu, die Produkte. Und jetzt möchte ich euch mal erklären, zum Beispiel dieses Fell hier. Das habe ich, ich glaube, vor 2 Jahren bei der lieben Nicole gekauft und das lag immer bei mir mit im Bett. Dementsprechend ist das gar nicht mehr so flauschig und fluffig wie die anderen Felle, die ich jetzt neu von ihr habe. Das ist auch ganz normal, denn durch die Reibung und die Körperwärme verfilzen die Fasern ja miteinander. Mit Hilfe einer Katzenbürste oder einer Hundebürste kann ich diese Stellen aber auch wieder aufflocken. Dann gehe ich von außen nach innen an die Faser und sehe, in welche Wuchsrichtung. Dann kämme ich in die Richtung. So. Und schon werden die Haare auch wieder vereinzelt letztendlich und schön buschig und können dann wieder schön wärmen. Ich bin ja auch so eine, ja sag ich mal, Upcyclerin, ne? Da gehe ich zum Beispiel auch in Second-Hand-Geschäfte und kaufe mir was, was keiner mehr möchte. Das hier ist eine Lammfelljacke. Übrigens, ne, Lammfelljacke. Da sind auch ganz viele immer mit Alarmstufe rot, wenn die hören Lammfelljacke. Das ist einfach ein Begriff, der ist so landläufig. Natürlich werden kleine, neugeborene Lämmer nicht geschlachtet. Die, die zur Wurstgewinnung und Fellgewinnung geschlachtet werden, die Tiere, die sind mindestens 1,5 Jahre alt. Ne? Also keine Flaschenlämmer, wie man sich das so vorstellt, sondern Jungschafe. Ja, diese Jacke hier, die ist sicherlich aus den 70ern. Und wie ihr seht,
hat die ordentlich gelitten. Die muss wohl irgendwie mal eine Zeit lang in Licht gelegen haben. Hier habe ich auch schon angefangen an dem anderen Ärmel. Ja, da. Die Wolle hat sich auch geflockt und mit der Bürste kann ich auch hier die Fasern wieder kämmen und flauschig und wuschig machen. Kann man, wie gesagt, muss man nicht, aber ich glaube, ich mache das mal. Und genauso auch nachher an dem Kragen. Aber was ich euch auf jeden Fall auch zeigen wollte, meine Tochter Rebecca ist ja für den Wikingerhort als Lederfachfrau unterwegs. Und zwar hat sie eine Ausbildung zur Sattlerin gemacht bei der Firma Boulder in Oberhausen-Osterfeld. Und ihr Steckenpferd ist die Lederverarbeitung. Und sie hat mir einen Tipp gegeben, dass man mit einem speziellen Lederöl diese Jacke zum Beispiel wieder aufwerten kann, sodass die Farbe vielleicht wieder einheitlich wird. Das ist dann immer die Frage, steckt man ja nicht drin, hinten ist sie nämlich braun und hier sieht man, dass die ordentlich gelitten hat mit dem Licht. Das werde ich in einer Aktion separat filmen. Ja, wenn ihr Fragen habt zum Hexe, Hüsli, Hüngse, dann könnt ihr natürlich mich fragen oder aber auch Nicole und die Seite Hexe, Hüsli, Hüngse in Google suchen und aufrufen. Und ich denke, dort findet ihr schon auch einige Informationen dazu. Das war's im Groben und Ganzen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Und vielleicht melde ich mich später nochmal, wenn ich nämlich diese Jacke hier bearbeite. Ich glaube, das mache ich heute noch. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Danke, tschüss.